Hey, willkommen bei Close-Up. Ich bin Nina und wir schauen uns heute die Forschungsneutronenquelle der TU München in Garching an. Dort lernen wir spannende Experimente kennen, an denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt forschen. Los geht's mit Anke Görg. Sie ist für die Kommunikation am Forschungsreaktor zuständig und hat deshalb einen guten Überblick. Wir sind doch mehr als 400 Mitarbeiter hier an der Forschungsneutronenquelle. Die kommen aus den Bereichen der Wissenschaft natürlich, hauptsächlich aber auch Betrieb und Verwaltung. Zusätzlich sind wir ja eine Serviceeinrichtung für Wissenschaftler aus aller Welt und da haben wir bis zu 1200 Besucher hier, die jährlich vorbeikommen. Wir haben viele Forschungsfelder, die wir bespielen, also hauptsächlich erstmal Energiethemen, die gerade ja wirklich aktuell sind. Und dann auch viele Gesundheitsthemen, kulturelles Erbe, Astronomie, Umweltthemen und viel Mobilität auf jeden Fall. Wofür man diese Neutronen in der Forschung braucht, findet man am besten heraus, indem man die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt fragt. Dazu treffe ich als erstes Konstantin Lapper. Er ist Direktor der Nuklearmedizin an der Uniklinik Augsburg. Sie nutzen in Ihrer Behandlung Radioisotope, also Stoffe, die radioaktiv sind. Wie genau funktioniert das und warum brauchen Sie genau diese Stoffe? Wir nutzen Radioisotope für alles, was wir machen. Das ist für uns essentiell. Also ohne Radioisotope können wir gar nichts machen. Und wir versuchen, Stoffwechsel darzustellen im Körper. Also wir spritzen den Menschen radioaktive Stoffe, die an andere Trägermoleküle gekoppelt sind, um irgendwelche Stoffwechselprozesse sichtbar zu machen. Also zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, Tumorzellen brauchen mehr Energie als so gesunde Zellen. Die decken das über Zucker und so können wir dann Zucker radioaktiv markieren und das sichtbar machen. Oder auch zur Behandlung von Tumoren spritzen wir Stoffe, die an die Tumorzellen binden. Da ist ein Radioisotop dran, also eine radioaktive Substanz. Und durch die Strahlung, die davon ausgesandt wird, können wir die Tumorzellen ganz gezielt zerstören. Also ohne Radioisotope sind wir eigentlich völlig wirkungslos. Und es ist für uns essentiell, dass wir arbeiten können. Und welche genauen Krankheiten behandeln Sie damit? Also warum ist das genau so essentiell, diese Stoffe zu nutzen? Also es ist ganz breit. Also wir sind ein Querschnittsfach. Also wir arbeiten eigentlich mit allen Fachdisziplinen zusammen. Also wir können in einer ganz großen Vielzahl von Fragestellungen weiterhelfen. Also sowohl in der Kardiologie, also für Herzerkrankungen, das können wir diagnostizieren. Wir können neurologische Erkrankungen, zum Beispiel Demenzerkrankungen diagnostizieren. Alzheimer ist ein großes Thema in der Bevölkerung. Und sehr, sehr viel auch Tumorerkrankungen. Und das ist so, wir nutzen das sowohl zur Diagnostik. Da hat man eher Radioisotope, die sehr kurzlebig sind, also eine kurze Halbwertszeit haben, die schnell wieder auch vom Körper abgebaut oder schnell zerfallen sind. Und wir haben auch eine Therapie, also das ist zum Beispiel Prostatakarzinom. Das ist ja die häufigste bösartige Erkrankung des Mannes. Also eigentlich fast jeder Mann hat in seinem Leben zumindest ein kleines Prostatakarzinom, auch wenn es vielleicht zur Lebzeit nicht erkannt wird. Und da ist es so, dass wir da eine sehr gezielte Therapie anbieten können. Und das ist wie eine Strahlentherapie von innen. Also viel lokaler und man hat dann einfach nicht so viele Konsequenzen, wie wenn man den ganzen Körper bestrahlen würde. Ja genau, viel zielgerichteter einfach. Also wir spritzen das über die Vene sozusagen und unser Stoff mit dem Radioisotop, was da dran ist, findet die Tumorzelle ganz gezielt und kann die dann zerstören. Die Reichweite ist unter 2 Millimeter maximal. Also man hat wirklich eine ganz zielgerichtete Bestrahlung und das wird natürlich viel, viel besser verträglich als eine Strahlentherapie von außen. Die bestrahlt ja alles, was im Strahlengang drin liegt. Bei uns von innen ist es ganz gezielt und auch viel besser als eine Chemotherapie zum Beispiel. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr smarte Behandlungsmethode und das ist einfach das, was, also da sind wir auf diese Radioisotope angewiesen. Ja. In der Nuklearmedizin sind die Radioisotope also im wahrsten Sinne überlebenswichtig. Als nächstes treffe ich mich in der Experimentierhalle mit Cecilia Solis. Sie ist Materialwissenschaftlerin an der TUM und forscht am FRM2 zu etwas ganz anderem, nämlich zu Batterien, genauer gesagt Festoxid-Brennstoffzellen. Die sind klimafreundlich und langlebig und ein wichtiges Element für die Energiewende. We are looking into measure the porosity of different carbon materials and for that we use neutrons because a small angle neutron scattering allow us to do contrast matching, which is filling the material with a liquid that fills all the material except for the closed pores. And this is not possible to do with X-rays because you have to use the sulfur and you cannot play with the contrast. You want to improve batteries, right? So are you able to do a big improvement with the things you find out here? Or do you sometimes also have to switch to other materials in total? We still have all the field to research in those materials because we have we started from real clothes to produce those carbons, and it's the first time that we have done it. So we have to correlate the porosity we get from the different process with the
capacity of the anode, of the batteries that we get, and then we have to improve the way we get the carbon. So it's still a lot of thing to research until we change the material. Die Instrumente hier nutzen also Neutronen, um beispielsweise die Materialien ganz genau zu charakterisieren. Am FRM2 werden aber auch Positronen erzeugt und für die Forschung eingesetzt. Wie das funktioniert, erklärt uns gleich Leon Chrysos. Er sammelt hier Daten für seine Doktorarbeit an der TUM. Wir sind jetzt hier an der Positronenquelle angekommen. Und eigentlich ist es hier eine Neutronenquelle. Deswegen frage ich mich, wo kommen denn hier die Positronen her, die Sie nutzen? Tatsächlich können wir die Neutronen in Positronen umwandeln. Das Positron ist ja Antimaterie, also das Gegenstück vom Elektron sozusagen. Daher auch der Name, weil es nämlich positiv geladen ist, aber sonst identisch. Und wir können die Neutronen vom Reaktor in Gammastrahlung umwandeln. Der Reaktor, das rote Gebäude dort hinten in der Mitte. Und die Gammastrahlung können wir dann mit Einsteins sehr bekannter Formel E ist gleich mc Quadrat einfach in ein Paar aus einem Elektron und einem Positron umwandeln. Und die können wir dann trennen und zu unseren Experimenten führen. Die ganze Halle ist ja jetzt voller Experimente, also total viel Forschung. An welchem Experiment forschen Sie genau? Wir sind hier oben, das Experiment. Ich persönlich forsche spezifisch an Aluminiumlegierung. Und Aluminium kennt man vielleicht so ein bisschen aus der Luft- und Raumfahrt. Also früher waren Flugzeuge komplett aus Aluminium. Heutzutage werden Teile mit Kohlefasern ersetzt, aber trotzdem ist Aluminium nach wie vor wichtig. Und wir können jetzt mit den Positronen nämlich bestimmte Prozesse in dem Aluminium uns angucken, die ganz wichtig sind für die Härtung dieses Materials, weil das Rohmaterial nämlich ungeeignet ist für Luft- und Raumfahrtanwendungen zum Beispiel. Deswegen benutzen wir die Positronen, um uns diese Härtungsprozesse genau anzuschauen. Und das ist dann für vor allem stabile Bauteile, die aber teilweise auch hitzebeständig sein müssen. Der Tank des Space Shuttles oder sowas ist zum Beispiel aus solchem Aluminium gebaut worden und heutzutage nach wie vor strukturelle Teile an Flugzeugen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig für die Sicherheit insgesamt und auch für die Leute, die da mitfliegen. Genau, logischerweise müssen diese Materialien ganz bestimmte Standards erfüllen, damit die den Belastungen standhalten können. Und dadurch ist es eben auch wichtig, dass man genau weiß, was in den Materialien vorgeht. Ja. Cool, danke für die Erklärung. Heute haben wir die Forschungsneutronenquelle der TU München in Garching kennengelernt und ebenso einige spannende Experimente. Die reichen von Grundlagenforschung bis hin zu einigen praktischen Anwendungen im Alltag, wie im medizinischen Bereich.